und Lock Doors. Mhm. Passwort NDWR. Das heißt doch NDR oder WDR, aber nicht NDWR. 1B. Hm. Was ist das da oben, die Überwachungskamera? Ich glaube fast. Na komm, den Level hier versuche ich noch. Ich bin gerade so cool dabei. Nein, es ist nicht rassistisch. Ich habe nur Kampfschreie. Boah, Mensch, luschen. Schon knallen sie mich wieder ab. Es war so klar. So, aber ich habe Pläne mit euch. Die beinhalten, dass sie mich hier runterfallen lassen. Boah, Alter. Das Coole ist, ich habe jetzt zwar rausgefunden, wie ich Netze schieße, indem ich halt schlage und schieße. Aber schnell kriege ich das noch immer nicht hin. Hier, die bringen nichts. Die Dinger, die werden mich immer treffen. Aber du nicht. Okay, hier geht's wieder hoch. Und du gehst nieder. Da geht er down. Hot. Nu. Yeah. Übrigens mache ich ja derzeit auch einen kleinen Marvel-Marathon, weil jetzt Age of Ultron vor der Tür steht. Und ich bin gerade bei S.H.I.E.L.D. Und muss sagen, der Serie wurde recht viel Unrecht getan in den anfänglichen Zeiten. Ich habe jetzt in der vierten Folge der ersten Staffel etwas entdeckt, das erst in der zweiten Staffel wirklich zum Tragen kam. Und ich, ey, wow, Mann, war ich begeistert. Vor allem ist es irgendwie schön, mal die alten Folgen zu sehen, wo noch nicht alles so total im Bach runtergegangen ist. Wo manche Leute sich noch gern gehabt haben. Wo noch alle neu und unschuldig waren. Das waren noch Zeiten. Freitag kommt ja auch Daredevil. Auf Netflix. Sogar in Deutsch. Gehört, man kann da wohl irgendwie einen Probemonat machen, aber ich glaube, ich nehme einfach einen Account von einem Freund und gucke mir das Ganze an. Ist einfacher, als sich mit Probemonat abdingsen und so zu beschäftigen, weil Probemonate haben meist so den Dings, dass sie halt sehr schwer abzuwählen sind. Guck mal da, es ist 12.02 Uhr und wir müssen nach unten. Warum gehe ich nach oben? Ah! Natürlich, Friendly Fire gibt's hier nicht, oder wie? Wobei ich da sowieso nicht durchsehe. Ist jetzt Friendly Fire freundliches Feuer, das dich nicht verletzt, oder heißt das, dass du deine Freunde treffen kannst? Ich bin mir nicht sicher, wie gesagt. Wer das weiß, bitte mal aufklären. Was ist Friendly Fire? Auf dem richtigen Weg, ich hoffe doch, ne? Ich muss irgendwo einen Schalter ausschalten, habe ich noch so grob in Erinnerung. Ja, das könnte der Ort sein, wo man den Schalter ausschalten muss. Ja, alles schön und toll. Ich sehe mich hier trotzdem mal kurz um. Ach, aua. Das war wieder so klar, mein Rumgehampel macht natürlich wieder mehr Schaden als Nutzen. So, hier wären wir also von oben gekommen, nehme ich mal an. Ich gehe mal kurz nach oben, um zu gucken, ob ich das validieren kann. Ja doch, sieht dann raus. Wo komme ich hier hin? Laser. Da ist ein Knopf. War das jetzt einer oder, also hat er gereicht? Habe ich schon mal erwähnt, wie entspannt dieses Spiel ist. Wenn ich nicht gerade so doof bin und mich wieder selbst verletze. Zum Glück haben die keine Aggro-Range. Gibt es keine wirkliche.
Ich würde echt gerne wissen, was diese Donkey Kong-Damen darstellen sollen. Wenn das überhaupt Frauen sind, aber es sieht aus, als sollte das da einen Vorbau darstellen. Ich war bei der braunen Farbe jetzt versucht zu sagen Holz vor der Hütte. Super. Jetzt kriege ich meine Unverwundbarkeit. Geil. So muss das sein. Gut, dann beeile ich mich mal und hoffe, dass ich damit noch irgendwas anrichten kann, wenn ich jetzt da runterfalle. Pam, pam. Gut, sie hat mir gar nichts gebracht. Dazu hätten jetzt schon mindestens Schützen da sein müssen. Yay. Ein Schacht. Er geht nach oben und nach unten. Und ich, Idiot, gehe gleich nach unten. Scheia. Le Boeuf. Ja, so langsam mache ich mir fast Sorgen um meine Gesundheit. Oh, der war knabbig. Pam, pam! Pam, pam! Pam, pam! Es verleitet nun mal dazu, wenn schon Bam steht. Das Witzige ist, irgendwie habe ich das Gefühl, es fehlt noch ein bisschen die Action-Note in dem Let's Play. Könnte aber auch daran liegen, dass ich so feige war, auf Easy zu spielen, aber das habt ihr ja schon längst vergessen. Also warum sollte ich so doof sein, das wieder zu erwähnen? Nein, das ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich... Ach, okay, komm. Jetzt will ich wissen, was da oben ist. Cool, meine Projektile fliegen sogar weiter durch den Raum. Aua. Ach, egal. Okay, da oben geht's nicht weiter. Habe ich kapiert, Spiel. Du musst mich nicht noch mehr bestrafen. Hier ist nix. Auch gut. Nicht gut. Und wir sind wieder an der Stelle. Oh, ich sollte langsam aufhören, das Zeug voranzuschießen. Ich habe kein Netz mehr. Also fast keins mehr. Und wahrscheinlich brauche ich gleich noch welches. Na, legst du dich mit mir an, hä? Blau-grün, ernsthaft, Leute. Wer zieht sich denn so an? Ich glaube, ich. Also ziemlich alles in Farbe für den Oberkörper, was ich besitze, ist grün. Und ansonsten habe ich immer Blue Jeans an. Was dann im Prinzip immer eine Blau-Grün-Kombo ergibt. Ist auch nicht schlecht, die Kombo. So. Edge. Aber immerhin habe ich Netz eingesammelt. Da war eine schön große Spinne. Na cool, bisher gab es nur ein Continue. Und das war auch noch nett platziert. Tür auf. Spidey tot. Scheiße. Muss ich euch jetzt wirklich alle nochmal umhauen? Ich fühle mich doch gerade so gut da unten. Na okay.
weißt du, da spare ich erst an Netz und dann kommt wieder so eine Riesenspinne. Das ist immer so ein bisschen... Nee. Teilweise denkst du schon, das Spiel verarscht dich. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Habe ich irgendwie vollkommen vergessen... Achso, ja, doch, mindestens Square Garden, ne? Da sieht das so aus? Okay. Wenn das Spiel das sagt, dass es bei Madison Square Garden so aussieht, dann wird es da wohl so aussehen. Offenbar hat das Spiel was dagegen, dass ich, Dingse fliegen kann. Krabbeln kann. Ich habe deswegen überall an der Decke diese komischen Dinger platziert. Hehehehe. Noch kriegst du mich nicht. Gleich wird mich dein Vetter da unten wieder abknallen, aber nicht jetzt. Energie, so viel Zeit muss sein. Immer. The energy will be with you. Always. Mensch, Star Wars Spiele könnten wir auch so viele spielen. Wir könnten allgemein so viel Kram spielen. Es ist herrlich. Okay. Der galt schon als offen. Gut zu wissen. Jetzt muss ich aber langsam vorsichtig werden. Ich sehe schon. Das war ein normaler Hampel. Gibt es hier irgendwo Extras? Nee. Nimmt die Tonspur überhaupt auf? Ich hoffe doch. Das ist immer ein ganz, ganz böser Terror, wenn einem das so mittendrin einfällt. Ganz ehrlich, ich habe gerade kein Bedürfnis, nochmal drauf zu gehen. Weil dann muss ich das hier nochmal alles machen. Und gerade fühle ich mich dem Ziel sehr nahe. Wobei ich sagen muss, das habe ich mich eben auch schon gefühlt. Du siehst ja, wie weit der Weg noch geht. So, das war Stealth Spider-Man. Der ist einfach von der Decke gefallen. Davon will ich in Zukunft mehr haben. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Was steht da? Tours versus RKB. Was? Energie! Und ihr seid bereit. Du schon wieder. Siehst du? Ich wollte eben schon wieder ein Netz vorausschießen. Ich habe mir gedacht, nee, diesmal nicht. Dann kommt wieder nur so ein Hampel und macht dich rund. Ach du Scheiße. So ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Das Coole ist, die hier können mir gerade gar nichts. Und wieder habe ich mich nicht umgesehen, was da oben ist. So, wie mache ich denn den am besten alle? So nicht. Okay, der scheint gerade ganz schön wütend zu sein. Ja doch, den müsste man aber hinkriegen, wenn man selber frisch ist. Na, komm schon. Scorpi, Scorpi, Scorpi. Wieso? Geht ja doch. Ich würde sagen, das Energieniveau ist vertretbar niedrig. Also was man verliert zu dem, was man ihm abzieht. Wenn man ihn öfter trifft, als er einen selber. Doch, sieht ganz gut aus. Scorpion gelegt. Ich gebe auf, Spider-Man. Lass mich gehen. Und ich sage dir, wo die alte Frau ist. Sie ist irgendwo im Central Park. Na, lass raten. Echse? Nein, Craven. Finde den Feind. Passwort
The 9G. Okay, TH119G. Mache ich jetzt weiter oder nicht? Ich will ja schon wissen, was kommt, aber ich muss auch langsam anfangen, die Folgen zu rendern. Also, ich werde wohl schweren Herzens an dieser Stelle sagen, bis zur nächsten Folge, ne? Als dann, bis dann.